Gut. Gut, gut, gut. Ich nochmal schnell Streamdeck umgestellt. Ja, schon, das passt alles. Das passt alles gut. Ich war etwas verwirrt. Also der Plan, ich fasse ihn normal zusammen, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, aber egal. Wir wollen gucken. Wir haben absichtlich versucht, nichts Wichtiges zu tun. Also wir können gucken, ob wir Käppchen Kipp etwas erziehen. Wir haben ja heute viel Zeit. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn heute noch eine Stufe älter. Damit er auch allein noch aufs Klo gehen kann. Und dann verheiraten wir Kokoskeks und Linda. Linda hat richtig Bock, wie man sieht. Und dann wollen wir noch den Ehemann von Jonas Geliebten ausmachen. Sagen wir, Handy hat gebrummt. Bestens. Ich werde es mir aber nicht angucken. Weil ich ein professioneller Streamer bin, die Musik läuft. Ja. Eigentlich habe ich keinen Bock auf heiraten. Doch, du musst, es wichtig. Könnt ihr das Kind einfach jeden Tag älter machen, damit es 100 wird? Direkt vielleicht. Ja, direkt. Danke. Nee, so fast hässlich wie mein. Ich hab ihn schlecht vorgelesen, aber ich habe ihn verstanden. Und da kann ich dir zustimmen, aber nee, können wir nicht. Wir müssen es erst erziehen. Und wir sagen, Kip fängt damit erstmal heftig an. Okay, Kip schläft auf einen Stuhl. Sie schläft. Hau das Nickerchen auf den Stuhl mit offenen Augen. Perfekt. Korrekt, Linda. Kip. Wir können uns irgendwie ein bisschen ums Kind. So, du bringst nämlich Sprechen bei. Okay, es stinkt wieder. Wie eigentlich immer. Kannst du bitte seine Windeln wieder wechseln? Wir müssen uns echt dazu bringen, älter zu werden, ne? Och, Mann. Mein Sim ist bei mir Influencer. Ein Schauspieler hat gerade nach einem Tag schon $3000 ohne Bild malen. Heftig. Wie kriegst du das hin mit Influencer? Brauche ich dafür einen DLC? Also ich bin ja, wie du weißt, so lost dafür. Käppchen Kipp ist sehr hungrig. Naja, kann man nichts machen. Wir müssen jetzt nämlich erst einmal an einem heftigen Turnier teilnehmen. Nein. Zack. Einer in einen Haushalt muss man Reichen heiraten. Ja, wir können mal gucken. Vielleicht ist er die von Dings reich. Ich bin jetzt mal ein Schauspieler. Vielleicht hole ich mir die auch. Muss ich halt echt gucken, weil sie sind schon arg teuer, ne? Denke, mit den Influencer-Ding kann man schon streamen werden. Kip, wie geht's dir? Du musst dich um dein Kind kümmern. Also, weil ich mach das natürlich nicht, weil ich cool bin. So. Du liest in dein Kinderbuch vor. Kip, hustle. Du musst hustlen, Kip. Der Kronos! Servus! Moin, Servus. Jetzt werde ich den Kämpfer kacken, aber. Moin. Ich hab nicht ganz verkackt, Kip. Du sollst dich bitte um dein Kind kümmern. Eva Gribau. Kip, kannst du dich bitte um dein Kind kümmern? Entschuldige dich doch bitte, Kip. Okay, es ist Kip vollkommen egal, was mit ihrem Kind passiert. Fühle ich auf jeden Fall. Ein Glück haben wir noch Wochenende. Und Linda. Linda ist heftig am Daddeln, das soll sie nicht. Sie muss uns reich machen. Damit sie Kokoskeks heiraten kann. Weil wir tatsächlich nicht das Geld dafür haben. So. Ja, da kann ich zustimmen. Du bist schon mit. Dir ist das Kind eigentlich voll egal, ne? Du gehst jetzt hin. Aber ist ja nur im Spiel, ne? Wie stinkt. Entschuldige ich beim Kind. Ihr seid Hunger. Irgendwie können wir es irgendwie. Kinderbetreuung, Windeln wechseln. Wir können die ganze Zeit nur die Windeln wechseln. Okay, wir brauchen tatsächlich wirklich eine Badewanne. Essen geben. Ah, lol. Das erklärt einiges. Das erklärt, warum unser Kind immer kurz vorm Tod steht. Wir brauchen ein bestimmtes Zeug dafür. Mist. Martin, lass einfach jemanden mit irgendwen zusammenkommen. Du kriegst 20.000 wegen Hochzeit. Du musst dann auch kein Geld fürs Heiraten ausgeben. Du musst einfach nur sofort heiraten klingen. Könnten wir actually machen, ne?
Mati, lass doch jemand anderen noch ein Buch schreiben. Das wäre viel effektiver. Aber es geht ja nicht um die Effektivität. Es geht um den SARS. Also das können wir wirklich machen. Also, wer ist dafür, dass wir Jonas oder Marlon? Wen lassen wir von beiden heiraten? Dann müssen wir uns erstmal um Käffchen Kipp kümmern. Hochstuhl, bitte. Hochstuhl. Innermöbel. Wir nehmen den günstigsten, weil wir echt pleite sind. Hier, guck mal. Ein geiler Hochstuhl für Käffchen Kipp. Kannst auch mal was essen. Zack, und eine Badewanne. Wie teuer ist eine Badewanne, ist die Frage. Warum können wir Käffchen Kipp nicht in der Wanne waschen, in der Dusche waschen? Brauch gehen. Ah, hier, Badewanne nicht mehr, lost. 300. Eine Wanne der Wonne. Würde ich lieber hier hinpacken. Hier ist wohnlicher. Okay, jetzt sind wir wieder pleite. Jonas oder Marlon, wer soll heiraten? Ich stimme nicht ab. Okay, bis dahin bist 100% auf Marlon. Korrekt. Marlon, du geile Sau. Servus. Ja, ich habe gesehen, ich war ja kurz da, aber dein Mikro ging scheinbar nicht. Oder du hast nichts gesagt, es war voll weird. Und es hat hart geleckt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was. Ja, habe ich vor. Marlon soll auf jeden Fall einen attraktiven Mann heiraten. So, der Plan. Nee, wird diese epische Abstimmung gewinnen. Was geht so? Nicht viel ist Marlon, okay? Gut, da wird Marlon. Der Glück, da ist Marlon. Okay. Danke dir, Anna. Kuss geht absolut raus. Ja, ich war zu langsam mit dem Zoom, reden wir gar nicht drüber. Nee, es ist ja heute der letzte Stream für 2 Wochen aus. Du weißt es nicht, aber Gründen. Deswegen habe ich gedacht, ich fange heute früh an und mache heute einen deutlich längeren Stream. Oh, die Windeln wurden gewechselt. Sehr schön. Kipp, du bist toll. Oh, wir können ihn füttern. Er ist schon fast tot, aber endlich können wir ihn ins Bett bringen. Scheiße, ein Kinderbett. Den Kind geht's ja echt, wir hatten ja nichts. Alter, guckt es euch an. Es ist so gut wie tot. Es ist so gut wie tot, das Kind. Mist. Und die Legs gibt's immer. Aber das geht später. Keine Ahnung, ich war, weiß ich nicht, kurz bevor ich gestartet habe. Also. Okay. Ein aufrechter Schlaf. Was meint er? Fährst du? Ja, okay, du weißt, das war mir nicht sicher, weil Tobi wusste es nicht, aber auch wenn ich mir ziemlich sicher, was ihn erzählt hat, deswegen, ja, das. Okay, was meinte, wie sollen wir das epische Buch nennen? Bin am Überlegen. Nenn das Buch mal. Kenn das Wort nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es Koks etwas Böses geschrieben hat. Aber okay. Exekution! Jetzt habe ich es verstanden. Okay, ein Trainingsbuch. Nee, ist so geile Sache tatsächlich. Geile Sache. Ey, Marlon, ich muss dir sagen, hol dir unbedingt auch ein Stream Deck. Das ist so nice mit einem Stream Deck, wirklich. Ein Stream Deck ist richtig geil. Würde ich dir unbedingt empfehlen. Ich kann so viel Zeug damit machen. Ich bin so glücklich. Ich könnte jetzt random Sounds einblenden. Ich habe ganz viele runtergeladen. Aber die passen gerade alle nicht, ne? Ja, so, Kipp. Endlich, unser Kind verhungert nicht mehr. Es hat sich, naja, hat sich entleert tatsächlich. Wechselst du ihm bitte die Windel. Dann gibst du ihm was Schmackhaftes. Chips. Ernährt, es geht ungesund, oder? Oder geben wir zu mir. Ey, Stream Deck ist echt teuer. Also meins hat jetzt 140 Kosten, habe ich ewig für gespart. Das ist schon wirklich teuer, aber ich finde, es lohnt sich. Ich spiele irgendwann eine Rayout, Mann. Ich bin gerade am Überlegen. Sollen wir das Kind wirklich... Chips, okay, gut. Dann wird das so ein richtig ungesunder Fettsack. Ey, du sollst ihm was zu essen. Okay, gut. Liebe Hanna. Kipp, du bist sichtlich angetan vom Kind. Das freut mich. Oh, hier. Ich habe das Spielturnier. Ich bin Zweiter geworden, Alter. Ich bin so gut. Ich bringe die dicken Kneten nach Hause. Wenn sein Kind geht es einfach gut, ist das heftig. Und wir können es gleich sogar waschen. Alter, wie reich sind wir? Ein Schaumbad. Alter, das Kind lebt nicht mehr am Abgrund der Existenz, also nicht mehr lange. Alter, bei uns läuft ab nun mal. So, Matti, wie geht's zu mir?
Mir geht's sehr gut. Dann hustle noch ein weiteres Turnier raus. B-Turnier. Okay, gut. Du musst uns reich machen. Diese Kinder im Bier, das ist durch. Ich glaube, es geht leider nicht. Aber hätte schon Bock, ne? Das fette Kind schon aufgefressen. Gierig! Gierig, aber jetzt können wir, Alter, wie Kipp so. Wirklich, Kipp hat ja gar keine Lust, ne? Kipp weint fast, Alter. Sie kann das Kind ja absolut nicht leiden. Und Marlon, der kranke Typ, steht hier. Und macht halt Marlon-Sachen. Also. Ne? Schon weird, ne? Kipp, du kannst gleich schlafen gehen. Aber wir müssen erstmal unseren ekligen Sohn waschen. Okay, Marlon, dann wäschst du bitte unseren Sohn. Okay. Marlon, können wir bitte irgendwer unseren Sohn waschen, weil er stinkt.